mich 2 Stunden auf der Weide zu sitzen und mit den Kühen zu kuscheln, das ist so, das ist die absolute Top-Qualitätszeit für mich. Just lay back in my arms for one more night. Unterhältst du dich mit denen? Ja, klingt vielleicht blöd, ja. Schon auch, ja, klar. Ja, also jetzt nicht so, dass ich denen jetzt meinen ganzen Tagesablauf erzähle oder so, das fände ich jetzt schon auch ein bisschen skurril. Aber klar, also schon so irgendwie geht's dir gut und hab dich lieb. Joa ist eigentlich das Gegenteil von einem Bauern. IT-Spezialist. Aber jetzt möchte er auf dem Land leben und seine digitalen Fähigkeiten einsetzen, um ganz real Nutztiere zu retten. Denn in unserer Gesellschaft, findet er, läuft vieles falsch. Dass die Leute komplett den Bezug zu den Tieren verloren haben. Das heißt, dass sie gar nicht wissen, woher eigentlich ihr Fleisch kommt, das sie dann irgendwie auf dem Teller liegen haben. Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, diese Öffentlichkeitsarbeit, diese zu schaffen einfach für dieses Thema. Für seine Idee hat er Mitstreiter gefunden. Markus und Lena Mader sind berufstätig und leben auf einem Bauernhof im Odenwald. Auch Sozialarbeiterin Lilly lebt dort. Die drei nehmen Tiere auf, die nicht mehr von Nutzen sind. Ich war 36 Jahre Fleischfresser, richtig. Jeden Tag mein Ring Fleischwurst und noch Liona drauf. Dann machst du dir als Kind keine Gedanken. Aber wenn du dann anfängst mit sowas, dann passiert innerlich was. Ich finde, unser Ziel soll nicht sein, nur 3, 4, 5, 6, 7 Tiere zu retten, sondern generelles Umdenken. Das wäre das große Ziel. Gemeinsam mit Joa sind sie auf die Idee gekommen, eine Institution daraus zu machen. Den Lebenshof. Hier sollen Tiere leben dürfen, ohne einem Nutzen zu dienen. Ich kann vielleicht nicht die ganze Welt retten, aber für dieses eine Tier hat sich die ganze Welt verändert. Wir begleiten Joa ein Jahr lang bei seinem Neustart auf dem Land. Komm, hey. Yeah. Und stopp. Komm, Schritt zurück. Super. Stopp. Hast du das Gefühl, dass die dir mehr vertrauen als anderen? Ich glaube schon, ja. Würde ich schon sagen, ja. Also das merkt man schon auch, ne? Also dass sie bei anderen Leuten eher ein bisschen zurückhaltend sind oder auch mal ein bisschen grober. Zum Beispiel hier so die Dagi zum Beispiel oder so. Joa ist ganz in der Nähe groß geworden. Und schon als Kind hat er sich für Kühe interessiert. Naja, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen. Das heißt, also quasi meine ganze Kindheit habe ich irgendwie auf irgendwelchen Bauernhöfen verbracht. Mehr mit Kühen zu tun gehabt wie mit anderen Kindern, glaube ich. Da kriegt man natürlich vieles mit. Ne? Das ist, also mir ist es tatsächlich quasi in die Wiege gelegt, wie man so schön sagt. Joas Familie war nicht gerade typisch. Seine strenggläubigen Eltern kommen aus Norwegen. Joa und seine Geschwister sind in Deutschland geboren und auf dem Land aufgewachsen. Ganz schön viele Kinder auf dem Bild. Wie viele Kinder wart ihr? Ein Teil. Auf dem Bild ist nur ein Teil. Wir waren 14. Deine Eltern, die sehen sehr konservativ aus. Ja, waren sie und sind sie wahrscheinlich noch, meine Eltern, würde ich sagen. Der Hintergrund, die leben in einer Art Freikirche. Da bin ich ja auch aufgewachsen und das prägt natürlich sehr. Man durfte vieles nicht, jetzt irgendwie über Nacht auf Klassenfahrten und so. Also zumindest als ich jung war, später habe ich das mir erboxt. Aber wir hatten keinen Fernseher, es lief keine weltliche Musik. Dafür wurde das mit vielen anderen Sachen gefüllt. Sehr viel Kinderaktivität, Jugendaktivität. Das hat aber halt einfach seine Grenzen. Und wann immer er konnte, entwischte Joa auf den nachbarlichen Bauernhof zu den Kühen in seine eigene Welt. Ich kenne auch ganz viele Kühe, oder die meisten Kühe, noch immer noch per Namen. Selbst wenn ich nur den Arsch sehe, erinnere ich mich doch genau, welche Kuh das war. Und da war auch dann Rexy. Da war ich, glaube ich, ungefähr 10. Und das hat natürlich auch weit über den Bauernhof hinaus, also die erinnern sich alle an Rexy. Und wir auch mit der Klasse waren wir dann Rexy besuchen auf der Weide und ich bin dann vor den anderen da geritten.
Dann war aber schon relativ schnell klar, dass sie als Milchkuh, also da war sie leider unter aller Sau, sag ich jetzt mal, was die Leistung anging. Und das war schon direkt klar nach dem ersten Kalb. Für Rexy, die jahrelang seine Freundin war, war das ein Todesurteil. Ich meine, ich war ein kleiner Knirps, so. Und konnte sie natürlich nicht retten. Ja, dann ging sie. Der ganze Hof und im Speziellen die Rexy, das hat mein ganzes Leben extrem geprägt. Also das, dieses Kuh-Thema, das hat mich nie wieder losgelassen. Und jeder, der mich kennt, verbindet mich auch damit. Ja. Glücke. Joas Leben war nicht immer so. Zwischendurch spielten andere Dinge eine Rolle. Großstadt, Partys, Fitnessstudio, Nachtleben. Köln, Berlin, Nizza. Bonn im Prinzip so gute 20 Jahre urbaner Lifestyle. Das heißt eher Stadtleben, verschiedene Städte auch immer weiterziehen, viel Urlaub und viel Ausgehen. Und also neben dem normalen Fulltime-Job halt. Dann merkte er, dass er eigentlich etwas ganz anderes wollte. Joa ließ alles hinter sich, zog zurück in den Odenwald und kaufte sich zwei Kälber. Dagi und Emma. Eine radikale Kehrtwende für sein Leben. Seinen IT-Job kann er auch hier machen, im Homeoffice. Meine Hauptfreizeit verbringe ich draußen oder auf dem Bauernhof. Dafür sind Themen wie Fitnessstudio oder andere Dinge weggefallen. Und ich verbringe lieber meine Wochenenden tagsüber irgendwie auf dem Hof, wie jetzt dann in irgendwelchen Clubs die Nächte zu verbringen und dann vielleicht den Tag zu verschlafen oder so. Im Frühjahr 2020 suchte er ein neues Zuhause für sich und seine beiden Kühe. Durch Zufall stieß er auf den Bauernhof von Lena und Markus, die hier mit ihren Kindern Marie und Max leben. Dann habe ich die kontaktiert, aber einfach nur, ob sie Platz haben, und habe da auch eine richtige Bewerbungs-E-Mail geschrieben, sehr lang auch und sehr ausführlich, warum das passen müsste, weil die auch Rinder haben, die sie auch gerettet haben. Joa stellte fest, dass hier genau das schon stattfand, was er sich für die Zukunft vorstellte. Tierrettung. Und dann kam er morgens an und hat gesagt, Lena, ist ja super, das passt, ich mache mit. Und dann ging es innerhalb von ein, zwei Tagen, war das Team, als wäre es schon immer zusammen gewesen. Okay, wir machen das, wir setzen uns hin, wir planen, wir fangen an, das Ganze mit Hand und Fuß zu machen. Die Idee? Sie gründen den Lebenshof. Joa macht ihn über soziale Netzwerke bekannt, postet Bilder und Geschichten und sammelt für jedes gerettete Tier Spenden, um die Kosten für Futter, Stroh und den Tierarzt bezahlen zu können. Und dann legten sie einfach los. Sie fingen bei Null an, ohne Geld und ohne zu wissen, ob das auch funktioniert. Die vierte im Bunde, Sozialarbeiterin Lilly. Sie ist nach ihrer Scheidung Anfang 2020 auf den Hof gezogen. Ihre Großeltern hatten in Bulgarien einen Bauernhof. Lilly wollte, dass auch ihre Tochter Liv mit Tieren aufwächst. Das Leben auf dem Hof fühlt sich für sie an, wie nach Hause zu kommen. Ich brauche was Greifbares. Mein Job gibt mir das nicht so, die Zufriedenheit, die ich brauche. Und dieses Gefühl, was für jemanden zu tun, der auch was für mich auch tut. Weil ich empfinde die Tiere, dass die mir unheimlich viel zurückgeben. Es ist so eine Zuflucht, einfach ein Ruhepol. Einfach, du darfst hier sein und wir bewerten dich nicht. Du kannst so sein, wie du bist. Eine Zuflucht für Tiere und Menschen. Um das Projekt richtig in die Gänge zu bringen und noch näher dran zu sein, hat Joa hier eine Wohnung gemietet. Über einem Hotel im Nachbarhaus. Schon noch einiges zu tun hier, oder? Ja. Also, ja, einiges, ja. Irgendwie. Aber wenn es, glaube ich, mal gestrichen ist, dann sieht es, glaube ich, schon mal anders aus. Ist das deine Traumwohnung? Ja, weil es halt direkt neben dem Hof ist, ne? Das heißt, natürlich werde ich den Tag über die meiste Zeit zu Hause im Homeoffice verbringen. Ich fange immer relativ früh an, also spätestens um 8 fange ich an zu arbeiten morgens. Und ja, also ich stelle mir das schon so vor, dass man dann vielleicht vor der Arbeit einfach nochmal schnell auf den Hof kann oder so. Deshalb bin ich da jetzt sehr froh, dass es so unkompliziert und so nah ist jetzt. Aber schon auch ein Leben im Niemandsland irgendwie.
ja, schon sehr einsam verlassen hier so ein bisschen. Bin ja hier auch mitten im Wald. Markus macht Heu. Auf dem Hof dreht sich alles darum. Ohne Heu kein Futter und ohne Futter keine Tierhaltung. Die Scheune muss voll sein für den Winter. Sein Geld verdient Markus als Ingenieur und Betriebsleiter. Vollzeit. Das machst du jetzt alles so nebenbei. Das mache ich jetzt alles so nebenbei, ja. Neben einem Fulltime-Job? Neben einem Fulltime-Job, ja. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? So 40 Stunden normaler Job und dann noch mal so 40 bis 50 Stunden die Woche on top. Und der Alltag ist eigentlich, dass ich immer was vorhab. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwann mal nach Arbeit heimkomme und mich langweile oder irgendwie mich in irgendeinem Fußballclub anmelde oder wie auch immer. Es ist immer fremdbestimmt, es ist von der Jahreszeit bestimmt, es ist von der Tiere bestimmt. Ein Tier nach dem anderen wird aufgenommen. Und für jedes Tier brauchen sie Spenden. Nach 4 Monaten sind es 6 Rinder, 1 Hund, 7 Hühner, 2 Schweine, 4 Hasen und Milli, das Reh. Lena leitet eigentlich einen Ponyhof und kümmert sich nebenbei noch um die geretteten Tiere. Ein Mähwerk ist wohl reingerannt damals und war dann komplett aufgeschnitten an der Seite. Und der Landwirt, der hat es Gott sei Dank gleich bemerkt und ist dann, hat es eingepackt. Und haben sie es dann zu uns gebracht. Was wäre denn, wenn ihr das nicht aufgenommen hättet? Also, da ist halt relativ schwierig, sag ich mal, geeignete Stellen zu finden. Und wenn nicht, dann wird es halt auch erschossen. Ne? Nicht jedes Tier kann man retten oder auch sollte man retten. Weil ja, es gibt auch einfach Fälle, wo man sagt, na, in dem Moment sind wir jetzt vielleicht nicht gerade der richtige oder der passende Hof dafür. Ne? Nicht, dass man sich selbst nur eben daran bereichert, weil man sich gut fühlt, weil man was Gutes tut. Man muss es auch, denke ich, aus verschiedenen Perspektiven auch beobachten, ob es wirklich gut ist fürs einzelne Tier. Ja. Den Lebenshof haben sie als gemeinnützigen Verein gegründet. Niemand verdient daran. Er finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Die Kosten für die Tiere, etwa 2000 Euro im Monat, sind genau kalkuliert und werden hauptsächlich von Paten für die einzelnen Tiere übernommen. Viel Verwaltungsarbeit. Das heißt, da muss man gucken, welche Tiere stehen noch zur Verfügung, muss dann das alles dokumentieren, natürlich auch am Ende fürs Finanzamt und so weiter. Ja, und das ist schon ein relativ hoher administrativer Aufwand einfach. Das sind schon einige Stunden pro Woche, die da einfach nebenbei noch zusätzlich gebraucht werden. Und das neben seinem Hauptjob, bei dem er als Teamleiter in einem Softwareunternehmen dauernd ansprechbar sein muss. Lena und Joa machen sich auf, um Hühner zu retten, die sonst getötet werden würden. Nur 2 Hühner, das war die Abmachung. So, ja, das 2 Tiere abholen und 5 zurückkommen? Oder so. Heute nicht, Joa, heute nur 2. Ich fühle mich jetzt auch schon wieder schlecht, weil wir sagen, wir holen nur 2. Ich fühle mich schon wieder schlecht dabei. Das ist ja symbolisch, ja. Ah, da ist er schon, der Herrmann. Der wird auch älter hier, guck mal. Ja. Hallo. Bauermann hat 1000 Hühner in Freilandhaltung. 1000 Hühner an die 1000 Eier am Tag, so die Rechnung. Eigentlich. Eierladen hier. Hier ist meine Eiersortiermaschine. Die rollen jetzt hier rein, oder was? Wow, da kommt aber was zusammen. Wie viele Eier hast du da am Tag von den älteren Hühnern jetzt? Von den älteren habe ich noch an die 700 Eier. Genau hier liegt das Problem. Nach einem Jahr legen 1000 Hühner eben weniger Eier. Obwohl Hühner auch 7 Jahre leben könnten, werden alle nach einem Legejahr durch neue ersetzt. Üblich auf Hühnerfarmen. Egal ob Bio, Freiland oder Legebatterie. Sogenannte Schlachthühner. Klopfst du vorher? Ja, sonst verschrecken die. Okay. Das ist voll gut. Sonst verschrecken die und dann machen alle in die Ecke rein. Ja. Und erdrücken sich. Da kommt mit rein. Sucht der 2 Hühner aus. Das ist da. Thank you.
Am Ende fangen sie 4 Hühner statt 2. Alle anderen werden demnächst geschlachtet und hier am Hof zur Hühnersuppe verarbeitet. Ihr habt gewonnen. Wenn ihr so hört, dass am 14. August alle Hühner weg müssen, juckt es da, dass sie noch mal herkommen? Joa, was machst du denn heute Abend? Nein, ich glaube, wir wissen einfach, dass wir Grenzen haben. Ne? Also, ja. Es geht einfach nicht mehr. Ne? Also, ich glaube, wir werden heute Abend oder heute zu Hause wahrscheinlich schon geschimpft. Wir hatten über 2 gesprochen, jetzt bringen wir 4 mit. So, ich mache erstmal den Kofferraum auf, dass mal kurz Luft überall reinkommt. Ja. Ja. Schnuckis, ihr habt einen 8er im Lotto, wisst ihr das? Aus 2 wurden 4. Auf 2 wurden 4. Warte, ich mach's hier auf. Guck mal, Freunde. Willkommen zu Hause. Markus ist Pragmatiker. Er weiß genau, was die Aufnahme jedes neuen Tieres mit sich bringt. Und muss die anderen immer wieder bremsen. Er will nachhaltig wirtschaften, das Futter selbst anbauen. Also wir können nicht beliebig viele Tiere aufnehmen. Das Futter muss dementsprechend auch reichen. Die Räumlichkeiten müssen funktionieren. Jetzt ist es ja noch okay, jetzt ist Sommer. Im Winter wird es dann eng hier. Und dann muss noch zusätzlich gemistet werden und das muss halt funktionieren. Also die Tiere dürfen nicht im Dreck stehen. Und der ganze Betriebsablauf, das muss halt funktionieren. Der Hof ist klein und wächst nicht. Was aber wächst, ist die Aufmerksamkeit über soziale Netzwerke und damit die Anfragen. Der Hof braucht die Spenden, aber viel mehr neue Tiere können sie nicht aufnehmen. Ein Konflikt. Ich verbringe da relativ viel Zeit, mache da relativ viel und deshalb nimmt es für mich persönlich schon einen relativ großen Raum ein. Das heißt, ein wesentlicher Teil deines Lebens, deines wirklichen Lebens, verlagert sich auch ins Netz oder in die virtuelle Welt. Ja, ja, klar, das lässt sich gar nicht so trennen mehr. Ne? Das heißt, mein echtes Leben findet tatsächlich auch auf Instagram statt. Ja. Und heute geht's von der digitalen in die reale Welt. Besuchertag. Der Lebenshof präsentiert sich zum ersten Mal einigen Paten. Die Paten sollen die Tiere kennenlernen, die sie unterstützen. Ja, schauen wir mal. Also wir sind selber total gespannt, weil wir jetzt ja gerade erst angefangen haben und das der erste Besuchertag ist. Und wir halt vorher auch überlegt haben, was können wir eigentlich überhaupt machen. Weil wir jetzt tatsächlich also total überrannt wurden auf allen Kanälen. Das heißt irgendwie bei Facebook, bei Instagram und so weiter. Also wir leben das ja auch total öffentlich aus, das Ganze. Und das animiert natürlich alle Leute dazu, dass die gerne halt vorbeikommen wollen. Für alle hier auf dem Lebenshof ist es wichtig, dass die Menschen erfahren, wie unsere Nutztierhaltung funktioniert und welchem Leid die Tiere darin ausgesetzt sind. Also ein besseres Verständnis von den Bedürfnissen der Tiere zu vermitteln. Wie sieht eigentlich eine Kuh aus und wie verhält sich eine Kuh? Und ich kriege ganz oft zu hören, und ja, Milch ist ja nicht schlimm, weil das Tier ist ja dafür nicht gestorben. Ne? Aber dass die Tiere dafür im Prinzip genauso ausgebeutet werden oder vielleicht sogar noch viel schlimmer, sage ich mal, bis sie dann tatsächlich am Ende auch geschlachtet werden, das ist einem einfach nicht klar. Ich habe aber auch jetzt nicht mehr als Ziel genommen, die einfach alle zu Vegetarier zu machen oder irgendwie dazu predigen und denen Vorwürfe zu machen. Ich möchte einfach, dass man offen die Karten auf den Tisch legt und den Leuten einfach sagt, wie es ist, damit sie diese Entscheidung fällen können. Weil oft wird die Entscheidung von Kind auf weggenommen. Die Kinder werden nicht aufgeklärt und dann essen sie es, weil sie nicht so ganz genau wissen, wo es herkommt. Der Hof der Marders, den die Besucher erleben, ist ein Idyll. Sie kommen, tanken Landluft und gehen wieder. Den Alltag dahinter sehen sie nicht. Wenn man es bildlich erklären will, wir backen den Kuchen und die essen den. Das ist eigentlich genau, das trifft es eigentlich am besten. Und man bekommt auch mal einen Krümel davon ab oder man darf auch mal kurz naschen, aber den ganzen Kuchen, den essen wir nie. Und dieses Ponyhof-Idyll und alles schön und gut, das ist nicht, das gibt's nicht. Es ist immer irgendein Notfall. Wenn man was richtig machen will, dann ist es ein immenser Berg an Arbeit, weil du Verantwortung hast nicht nur für 2 Kinder, dass mittags das Essen auf dem Tisch steht und die pünktlich zur Schule kommen, sondern es ist eben mehr. Und die Sätze, ich komme gleich, die hören meine Kinder, die haben meine Kinder persönlich sehr, sehr oft und wahrscheinlich auch
zu oft und zu viel gehört. Denn die Tiere machen keinen Urlaub. Sie wollen immer versorgt werden, Tag ein, Tag aus. Pausen gibt es nicht. Vielleicht aber irgendwann Mitarbeiter, die sich durch Spenden finanzieren lassen. Bislang ist es allerdings noch gar nicht klar, ob die Spenden überhaupt dauerhaft für alle Tiere reichen werden. Also ohne Spenden werden wir es nicht weiterführen können. Und deshalb ist es natürlich ein kontinuierliches Thema, dem wir uns permanent auseinandersetzen müssen. Auch Achim Moorbach, der ehemalige Germany's Next Topmodel Juror, ist an diesem Wochenende gekommen, um Fotos für sein Hochglanzmagazin zu machen. Okay, wir probieren es mit der Großen einfach nochmal. Komm, lass mal. Über Instagram und mit seinem dortigen Namen Moustache Farmer konnte Joa den Prominenten als Unterstützer für den Lebenshof gewinnen. Bei dessen Besuch treffen allerdings sehr unterschiedliche Welten aufeinander. Ich glaube, es ist wichtig in der heutigen Zeit, dass du nicht immer diese großen Sachen machst. Wenn du was Kleines und es wächst irgendwie mit, bist du so ein Teil davon. Es ist wie ein kleines Kind, was erwachsen wird. Da macht es ganz schlau. Er hat das natürlich Moustache Farmer genannt. Das ist natürlich eine Sache, die auch in der Szene gut ankommt. Ich glaube, ein Instagram-Account heutzutage ist wie eine Visitenkarte. Ist das auch ein bisschen Widerspruch, so in der Natur zu leben, vom Bauernhof völlig zurückgezogen und dann aber doch sehr in der ganzen Welt vernetzt zu sein? Jein, also es ist glaube ich, beides. Also ich finde, das ergänzt sich sehr gut. Ja. Aber es ist natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, man sieht das Ganze spirituell und will mit der Natur sehr eng verbunden sein, das hat ja dann auch was mit Stille und mit für sich und so weiter, da ist natürlich das Handy und alles, was damit zusammenhängt, ein ganz großer Störfaktor. Und das ist tatsächlich auch eine Herausforderung, mit der ich selbst immer wieder kämpfe. Das ist schon tatsächlich in sich ein Widerspruch. Ne? Fotoshooting und Besuchertag. Waren die alle, die angekündigt waren, waren alle da. Alle total nett. Dann krieg ich ein Bier. Ja. Ein anstrengendes Wochenende. Auch unseren ersten Besuchertag. War cool, oder? Echt schön. Blatt, aber war schön. Mhm. Ja. Wir haben Anfragen bekommen für Klassenbesuche, wo ich dann gesagt habe, wir müssen da erstmal uns finden. Finde ich aber ein total interessantes Projekt, weil das ist Aufklärung und das sind die Erwachsenen von morgen. Und wenn man die ein bisschen sensibilisiert, wenn ich an uns denke, meine Mama hat mir jetzt nicht großartig irgendwie was erzählt. Es war ganz normal, dass ein Tisch voll mal mit Wurst, ja. Und du hast als Kind überhaupt nicht drüber nachgedacht, dafür stirbt ein Tier. Ich finde, man müsste auch noch mehr Aufklärung betreiben. Beispielsweise wäre es sinnvoll, auch mal mitzugeben, dass wenn eine Kuh Milch geben soll, dass die auch dann auch jedes Jahr ein Baby haben muss. Und dass von den Babys dann auch unter Umständen 50% nicht weiterverwertet werden können. Das weiß kein Mensch. Ne? Also das weiß kein Mensch irgendwie was, warum wir diese Kälber hier haben, warum die Abfall sind. Ne? Kein Mensch macht sich darüber Gedanken, irgendwie, wenn er Milch trinkt. Also es ist irgendwie alles super, ich bin Vegetarier, ich trinke Milch. In Milchbetrieben kann man mit den männlichen Kälbern nichts anfangen. Sie werden verkauft oder früh geschlachtet. Sie rechnen sich einfach nicht. Ebenso wie weibliche Kälber in Mastbetrieben. Den Lebenshof kostet jedes Rind 200 Euro im Monat. Jedes Huhn 20 Euro. 90, runde Zahl, Leute, 200. Super. Toll. 200 Euro ist tatsächlich, also super schön jetzt für heute, ne? Super, ich bin echt dankbar dafür, aber es ist nicht viel Geld im Verhältnis zu dem, was wir an Kosten haben. Ne? Ihnen wird klar, ab jetzt werden Sie dauerhaft für Paten und Spenden sorgen müssen. Viele, viele tausend Euro. Jahr für Jahr. Solange die Tiere leben. Joas Leben dreht sich immer mehr um die Tiere. Für Freunde oder Beziehungen bleibt nur noch wenig Zeit. Manche Bedürfnisse sind ihm fremd geworden. Ebenso wie manche Menschen. Das Umfeld an sich hat sich geändert. Das heißt, die Menschen sind anders geworden. Aber zum Glück sind die engeren Freunde sind nach wie vor die gleichen. Aber die Aktivitäten, die damit zusammenhängen, das sind schon auch andere. Joas älteste Freundin Mel ist zu Besuch gekommen. Sie hat seinen ganzen bisherigen Lebensweg begleitet. Ja, für mich ist es fast schon ein bisschen wie so ein Déjà-vu, weil so wie ich den Joa jetzt hier sehe, so kenne ich ihn halt aus der Kindheit. Weil Tiere haben immer eine Rolle gespielt.
ja, es ist für mich schön zu sehen, weil ich erlebe den Joa total glücklich mit dem, was er jetzt tut. Und es ist natürlich ein krasser Lebenswandel. Aber ich gehe voll gern das hier mit und kann mich da mit für begeistern. Aber ich würde auch schon gern noch mal mit dir durch Köln ziehen. Das bis nachts um vier. Das machen wir noch mal. Über die Tanzfläche stolpern. Irgendwann machen wir das mal wieder. Ich hatte schon auch einige Jahre wildes Leben. Ja, habe schon nicht viel ausgelassen, kann man sagen. Und da gehört dann natürlich irgendwie auch so Partner und so weiter mit dazu. Also die verzweifelte Suche sozusagen, dass man das Glück davon abhängig macht, das hat sich grundlegend geändert, würde ich sagen. Also klar, in meiner Einhornwelt kommt natürlich irgendwann mal einer auf einer weißen Kuh dahergeritten. Man ist ja irgendwie auch Mensch mit Gefühlen und Bedürfnissen und Sehnsüchten und so weiter, das ist ja klar. Das heißt, wäre schön, wenn es eine Beziehung gäbe, die das Ganze bereichert, auf lange Sicht, aber nicht um jeden Preis. Was aber immer intensiver wird, die Beziehung zu seinen Kühen. Dagi, komm mal her. Ja. Joa glaubt auch an eine spirituelle Ebene. Also ich glaube, dass die Großteil der Kommunikation zwischen mir und meinen Tieren eben nonverbal stattfindet. Ja, das heißt, dass es natürlich jetzt nicht das Erzählen vom Tag ist und die verstehen mich und reagieren darauf, sondern tatsächlich, dass es halt sehr viel einfach über feinstoffliche Verbindung stattfindet. Ja, also da bin ich sehr, sehr offen auch. Auch bei der Heilung der Tiere setzt Joa auf eine Art feinstoffliche Kraft. Sogenannte Tierkommunikatoren, die den Tieren Energie senden sollen, auch wenn sie weit weg sind. Nicht jeder auf dem Hof denkt so. Ich bin ja von Hause aus Naturwissenschaftler. Ich habe Chemie und Maschinenbau studiert. Von daher bin ich eher der Rationelle. Bin auch mit Tieren groß geworden. Das heißt, ich kann auch lesen, wenn ein Tier jetzt Schmerzen hat oder was, oder wie ist die Körperhaltung. Mir erschließt sich nicht so ganz, wie man das von einem Foto oder vom Telefon aus machen kann oder soll. An einem Sonntagnachmittag kommt Tierkommunikatorin Nina Heidenreich zu Besuch. Sie hat Joa die Gedanken seiner Kühe Dagi und Emma schon öfter mitgeteilt. Dagi, Emma, komm. Ich zitiere, glaube ich, so ungefähr, du gesagt hast, die Emma sagt irgendwie, ich müsste meinem Mann stehen auf dem Hof. Ja. Irgendwie, ne? Ja. Dass ich meine Meinung vertrete und anspreche und so weiter. Und das waren eben genau Themen, in denen ich mich gerade da so voll mittendrin gefunden habe. Ne? Schön, weil man kann vor den Tieren nichts verheimlichen. Die ganzen Gefühle, die man in sich trägt, wo man vielleicht den Mitmenschen nicht mitteilen kann, wissen die Tiere. Das ist auch immer wichtig, dass wenn du die Tierkommunikation machst, raus aus dem Verstand oder raus aus dem Kopf, sage ich eigentlich mal. Das ist sehr, sehr schwer. Also das geht mir ja auch so, ne? Dass man immer wieder, auch wenn man schon so viele Sachen eigentlich erlebt hat, wo man sagt, okay, das kann niemand wissen oder so. Ja. Ne? Ja. Will die Emma auch noch was sagen? Also sie sagt jetzt auch, dass sie so sehr dankbar ist. Das ist eine, die emotional extrem ist. Kann man mit jedem Tier sprechen? Ja. Egal welchen? Ja. Auch Insekten? Ja. Es gibt keine Grenzen oder so. Hast du das schon gemacht? Ja. Kannst du dir sowas vorstellen oder eher nicht? Ich bin sehr skeptisch. Sehr, sehr skeptisch. Also, wie gesagt, ich würde es nicht komplett ausschließen. Und ich finde, also der Joa ist da ja sehr offen für die Sachen. Und ich würde auch nie jetzt sagen, haha, Joa. Sondern wenn es ihm damit gut geht, dann war es das schon wert. Ob jetzt die Kuh da drüben zugehört hat und hat ordentlich geantwortet, sei mal dahingestellt. Aber wenn es dem Mensch dadurch besser geht, dann finde ich, ist es eine schöne Sache. Lena macht sich Sorgen um Milli. Das Reh will kaum fressen, wächst nicht und braucht besondere Betreuung. 100 Bar, vorne rein, hinten raus. Wenn die Kitze so klein sind, dann hat man die eigentlich am besten in seinem Schlafzimmer einfach, damit es einmal die Nähe auch merkt, dass jemand da ist. Und
dass einfach die Versorgung besser. Dir schmeckt's, gell? Man muss gewissermaßen funktionieren. Und man hat nicht die Möglichkeit, wie bei einem normalen Job abends, die Schuhe auszuziehen, die Jacke hinzuhängen, ins Bett zu gehen. Tschüss, Schatzi, gute Nacht. Es ist wirklich oft auch ein Moment, wo man an die Grenzen kommt. Und dann kommt plötzlich ein zweites Reh dazu. Mitten in der Nacht erreicht sie der Anruf. Angefahren von einem Auto. Erschießen oder retten. Der Lebenshof nimmt auch dieses Tier auf. Natürlich, dass man unterschiedliche Rechte da immer über verschiedene Permission Groups dann abbilden muss. Das heißt, IT-Spezialist und Kuhflüsterer. Nach einem halben Jahr auf dem Hof sind Leben und Arbeiten für Joa zu einer Einheit geworden. Früher bin ich völlig kopflos durch die Welt gelaufen. Ja. Und so empfinde ich das auch so ein bisschen. Ne? Früher so ein bisschen einfach, sagen wir mal, im Flow getrieben von den Ereignissen und Happenings, die dann einfach irgendwo hingeführt haben, ohne dass es jetzt wirklich einen Plan dahinter gab. Ne? Und das wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Ja. Das heißt, wenn ich entspannt bin, dann wirkt sich das natürlich auf die Arbeit aus. Also es ist auf jeden Fall ein sehr bewusstes Leben und am Ende ist es einfach ein Riesenunterschied, wie es mir damit geht. Und das ist einfach schön. Joa hält an der Idee der Tierkommunikation fest und will sie ausbauen. Er möchte selbst lernen, mit Tieren zu kommunizieren, sie zu verstehen und sie zu heilen. Go to sleep, may your sweet dreams come true. Just lay back in my arms. Die Kühe auf dem Lebenshof haben keine Kälber. Und eine Kuh ohne Kalb gibt keine Milch. Deswegen müssen die kleinen geretteten Kälber mit angerührtem Milchpulver gefüttert werden. Heute soll noch eines dazukommen. Joa hat von einem Rind erfahren, für das der Bauer keinen Platz findet und das sonst zum Verwerter gehen würde. Ich bin mal gespannt, was das für ein Tier wird. Vielleicht bin ich ja dann auch begeistert. Bestimmt. Bauern ziehen selten Tiere auf, die sich nicht lohnen. Das wäre viel zu teuer. Dieser Selbstversorger hat nur zwei Kühe. Er kann Kalb Luise nicht behalten. Auch Markus' Tochter Marie ist mit dabei. Ja, ich überlege gerade, ich habe gerade gesagt, wir haben kein Stroh. Sie sieht zu, wie das Kalb von seiner Mutter getrennt wird. Die ersten Monate waren sie ganz eng beieinander. Wilma, das ist vielleicht ein bisschen hart für dich, ne? Jeden Tag werden Kälber von ihren Müttern getrennt. Aber das sieht man meistens nicht. Oh, es tut mir richtig weh. Ja, es wird jetzt mal zwei Tage gehen und dann. Du lenkst dich schön ab, ja? Ja, ganz viel Leckerlis, Zuckerrüben und Streichlein halten und mein Puls. Das war jetzt schon anders auch, ne? Also wie die Kleinen, die waren halt so, die hat man da fast reingetragen, ne? Und die war jetzt ja schon echt richtig groß, ne? Und auch ein bisschen panisch und so. Schon nochmal anders. Sag mal, tschüss, ciao, alles klar, ja. Vielen Dank. Ja, auch, gell? Markus ist klar, noch ist Luise ein süßes Kalb. Aber sie wird mal eine richtig große Kuh. Platztechnisch dürfte es nicht das Problem werden, aber ja, futtertechnisch müssen wir dann mal gucken und durchrechnen. Ja. Große Tiere, viel Futter. Große Tiere, viel Futter, viel Arbeit und viel Scheiße. Luise ist jetzt die siebte Kuh auf dem Lebenshof. Ist groß, gell? Oh, ist die süß. Ja. Guck mal, Luise. Sag mal hallo. Luise. Luise. Hast du mal Glück gehabt? Aber mit der Unterbringung und dem Futter ist es nicht getan. Erst recht, wenn man Tiere leben lassen möchte.
Anders als auf Nutztierhöfen wird auf dem Lebenshof jedes kranke Tier behandelt. Wir hatten ja jetzt auch schon einige Krankenstationen hier und so weiter. Und das sind natürlich auch ganz schnell Unmengen an Kosten einfach. Und bei so einem Großtier ist das eine Entscheidung für die nächsten 20 bis 25 Jahre. Also ein Commitment sozusagen. Tierärzte wurden bereits in den letzten Monaten zu häufigen Besuchern. Tausende von Euro haben sie schon dafür ausgegeben. Immer wieder ist irgendeines der Tiere krank. Joa muss oft von früh bis spät für die Tiere da sein und kommt immer seltener weg. Stattdessen kommen Besucher vorbei. Hi, Joa, bin da. Kommt gerade hoch. Auf. Ja. An diesem Tag kommt seine Schwester Dagi zu Besuch. Hey, schön, dich zu sehen. Familienfotos aus der Zeit in der evangelikalen Freikirche. 14 Kinder, aufgezogen in Geborgenheit und Strenge. Absolut die Vorzeigefamilie, ne? Ja, wobei ich finde. Gut erzogen. Ja, aber echt, die sieht echt streng aus. Wir wurden auf eine Weise streng erzogen. Also, man schminkt sich nicht. Wir hören keine weltliche Musik. Weltlich ist, glaube ich, weltlich so. Also das Stichwort. So, auf der anderen Weise hatten wir auch eine ganz große Freiheit. Das im Rahmen, also was wir tun und lassen durften, so im Nachhinein betrachtet, sind wir in einer heile Welt aufgewachsen. Wie der Joa sich geoutet hat, klar war das für mich ein Schock. Und ich wusste auch nicht richtig, wie ich mit umgehen sollte. Aber da habe ich gedacht, ey, das ist mein Bruder. Man kann ein bisschen auf Abstand kommen, aber dann, ey, du bist mein Bruder, ohne dass wir immer gleicher Meinung sind. Du hast nicht 14 Kinder, nehme ich an, oder? Nein, 14 habe ich nicht. Darf ich fragen, wie viele Kinder du? Ja, ich habe 11. Auch viele? Ja. Wie ist es bei euch zu Hause? Ist das ähnlich? Läuft das so ähnlich? Ist das nein, also anders? Ich glaube, das läuft schon anders. Es ist eine andere Zeit. Die Kinder wachsen schon anders auf. Viele Kinder zu bekommen, ist auch Teil dieses Glaubens. Das ist eigentlich eine ganz persönliche Entscheidung. Die Kinder anzunehmen und als Gabe Gottes zu sehen. Wie viele sind denn noch in der Gemeinschaft drin von euch Kindern damals? Also 10 glaube ich, drin. 10 drin, 4 draußen. Wie das klingt. Auch Joas Schwester unterstützt seine Entscheidung für den Lebenshof, obwohl sie selbst wenig für das Leben mit Tieren übrig hat. Heute wird Joas Schwester Dagi Leitkuh Dagi treffen. Auch die anderen Kühe hat Joa nach Familienmitgliedern benannt. Ich bin natürlich ganz anders. Ich habe, muss ich sagen, ich habe Angst vor Tieren oder großen Respekt. Warte, nein, nicht hoch. Komm, ist gut. Da kommt sie, die Chefin. Komm her, Dagi, komm. Ich habe eine Emma, meine Tochter heißt eine Emma, und ich habe eine Luise. Also das tut sich jetzt so wieder. Eigentlich spiegelt sich hier fast die ganze Familie von meiner Schwester dort wieder. Also ich brauche noch ein paar Kühe. Ich muss noch ein paar Kühe retten, damit ich die Namen noch unterkriege. Und dann der entscheidende Moment. Dagi trifft Hallo? Dagi. Hallo. Ja. Also der Joa sagt, die weiß, was sie will. Und ich denke, dass ich das auch weiß. Mittlerweile ist es Herbst geworden und alle sind etwas angespannt. Pausen werden immer seltener. Markus macht sich Sorgen, dass die Zeit nicht reichen könnte, vor dem Winter die nötige Feldarbeit zu verrichten. Weil Wirtschaftsdünger muss noch auf die Fläche, also sprich der Mist muss noch raus. Das wäre wichtig gewesen, dass der jetzt schon draußen wäre. Das haben wir so ein bisschen verpasst, sage ich mal. Das ist alles ein bisschen chaotisch. Ja. Ich bin eigentlich in jeder Stelle bin ich eigentlich hinterher. Die Internetgemeinde will aber weiter versorgt werden. Fast jeden Tag macht Joa Fotos und Videos. Er hat sich und den Lebenshof damit selbst längst zur Marke gemacht. Das Video wurde jetzt 676 Mal aufgerufen und hat 238 Likes. Innerhalb von 18 Minuten. Ich persönlich bin an meiner Grenze. Also ich möchte nicht mehr Tiere haben.
Aber das ist halt der Konflikt bei einem Lebenshof. Wenn jetzt, wie im Oktober, dann der Verkehrsunfall mit dem Räder zukommt, dann, wenn man dann Nein sagt, dann stirbt dieses Tier. Komm her. Na, komm. Gerade ist Armin Morbachs Magazin erschienen. Ein Bild von Kalb Mowgli auf dem Cover. Auch das schafft Öffentlichkeit. Aber die Geschichte dazu hat's mit dem Lebenshof nicht viel zu tun. Als ich die Geschichte gelesen habe, fand ich die sehr traurig. Und ich glaube, das ging den anderen auch so. Das ist nicht so ganz die Art, wie ich selbst auftrete. Wichtiger ist mir aber eigentlich das Teilen und die Interaktion auf Instagram zum Beispiel. Teambesprechung nach getaner Arbeit. Immer wieder geht es um den Punkt, mehr Tiere oder nicht? Und die Frage, kann ein Lebenshof es generell ablehnen, weitere Tiere aufzunehmen? Wir haben wieder relativ viele Anfragen. Diesmal jetzt gar nicht so viele Rinder, sondern Minischweine, Laufenten. Und noch 20 Ratten und Elefanten. Und Hausschwein und keine Ahnung. Aber ich meine, ich weiß schon. Braucht dann natürlich auch eine klare Aussage, auch jetzt irgendwie, sage ich mal, längerfristig. Wir müssten einfach mal sagen, bei der Zahl Tier, bei der Art, bei der Zahl ist dann Schluss. Weil es passen natürlich noch 10 Hühner rein. Ja, klar. Ja, aber lass uns erst mal über den Winter kommen und dann können wir, dann haben wir ja die Richtung. Ja, das ist auch so mein Punkt, dass man dann noch mehr an Grenzen rennt und das Ganze gar keinen Spaß machen würde vielleicht. Also jetzt auf jeden Fall noch. Und das ist so meine Angst, weil das ist was ich gerne noch 25, 30, keine Ahnung, solange ich noch gesund bin, machen würde. Also das heißt eigentlich jetzt im Winter erstmal keine Tiere mehr, gar keine Tiere mehr? Mhm. Ja, können wir das irgendwie aufschreiben, protokollieren? Ja, ich habe das schon verstanden. Also eigentlich nicht nur Großtiere, sondern gar keine Tiere mehr im Moment. Ja. Und dann kommt der Winter. Die Tiere sind nun alle dauernd auf dem Hof. Nicht mehr auf der Weide. Mehr Dreck und mehr Arbeit für alle. Neuzugang Luise musste sich erstmal unter den anderen Rindern behaupten. Also ich würde sagen, die hat es schon gut eingelebt. Die ist super menschenbezogen, super verschmust. Aber sie ist einfach die Jüngste. Und damit hier, was die Rangordnung angeht, einfach die Niedrigste sozusagen. Das heißt, die ist so ein bisschen das Mobbingopfer hier in der Herde. Die Rehe haben sich erholt. Sie sollen bald in einem Naturgehege leben. Dann wäre eigentlich Platz für neue Tiere. Der letzte Tierarztfall? Huhn Dino und ein verletzter Zeh. An ihm wird deutlich, was es heißt, wenn man mit Tieren menschlich umgeht. Sind dann auf den Weg und sind dann erstmal nach Hofheim in die Tierklinik und von dort aus weiter nach Gießen. Dort gibt es nochmal die Uniklinik für Wiederkäuer und auch Reptilien und Vogeltier. Dino hat jetzt einfach eine Zehe amputiert bekommen. Ja, Dino ist jetzt 700 Euro wert. Das erste Jahr auf dem Lebenshof ist vorbei. Joa hat seine Entscheidung getroffen. Ein Zurück gibt es für ihn nicht mehr. Im Gegenteil. Er möchte seinen Weg nicht nur weiterführen, sondern noch ausbauen. Wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, dann sehe ich ganz klar die Tiere, meine engen Freunde und ein eigener Hof, wo wir einfach zusammenleben und einfach die Mission fortführen, die wir jetzt schon begonnen haben. Ich sehe das ganz klar als Reise mit Menschen und Tieren, die ganz sicherlich nie wieder in der Stadt enden wird.